Waren Sie schon einmal auf der Kommandozentrale eines Schiffs? Waren Sie schon einmal in einer Lok und sind mit dieser auf einen Berg gefahren? Oder waren Sie schon einmal in einer Küche? Und was das Letztere mit unserem heutigen Thema zu tun hat, das zeigen wir Ihnen etwas später. Wer ausschauen möchte wie Florian Silbereisen, der braucht natürlich auch eine Kappe fürs Traumschiff. Und jetzt geht's los. Markus ist heute am Wolfgangsee unterwegs. Er genießt aber nicht nur eine Runde mit dem Schiff, für ein paar Meter darf er sogar selbst steuern. Ob das wohl gut geht? Danach geht es mit der Schafbergbahn hoch hinaus, rauf auf den Schafberg und ab zur Bretteljausen. Wenn euch unser Plan für einen guten Tag im Salzkammergut gefällt, dann lasst uns euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Die Reise startet für Markus in St. Wolfgang. Hier liegen die Ausgangspunkte für die Schafbergbahn und die Wolfgangsee-Schifffahrt nur wenige Schritte auseinander. Zuerst geht es rauf auf eines der modernsten Schiffe Österreichs. Ich hoffe, es schaut gut aus. Ja, ja, Markus. Für eine Fahrt nach St. Gilgen reicht es auf jeden Fall. Das Wetter sieht ruhig aus. Nur wenige andere Boote sind unterwegs, also recht gute Vorzeichen. Auf der Brücke der Österreich, so heißt dieses Schiff am Wolfgangsee, trifft Markus Kapitän Gerhard Berger. Ein herzliches Grüß Gott. Grüß dich, Servus. Ja, Servus, Markus. Herzlich willkommen auf der Österreich. Ja, danke schön. Die beiden haben jetzt aber nicht viel Zeit zum Tratschen, denn der Fahrplan, der will ja eingehalten werden. Jetzt kommen wir zur engsten Stelle am Wolfgangsee. Wie breit sind wir? Und müssen wir jetzt dazwischen diese weißen Bojen durchtreffen, oder? Da sind wir, das ist die engste Stelle des Wolfgangsees. Da sind wir ca. bei 200 Meter, ist er da breit. Und die Fahrrinne, da sind wir durchgefahren, ja, natürlich. Aber du hast ja Gerhard Berger, das heißt, wir geben jetzt ein bisschen Gas, oder? Nein. Komm, gib mal Gas jetzt. Schau, was auf die Tafel oben. Jetzt gib Gas, was steht denn drauf? Schau, was auf der Tafel oben steht, schneller darf ich da nicht. 150 steht drauf. Ja, genau. Nein, eher nicht 150, Markus. Gerhard bringt uns auch hier mit seiner vollen Routine durch die Engstelle. Hier ist es aber nicht nur besonders eng. Dieser Bereich am Wolfgangsee hat noch eine weitere wichtige Bedeutung. Das ist die Landesgrenze zwischen den Bundesländern Oberösterreich und Salzburg. Und der größte Teil gehört eigentlich zu Salzburg. Der kleinste Teil, das ist da vom Zinkenbach-Eck bis zum Ausfluss des Sees, zur Ischler Ache. Ist der oberösterreichische Teil und der größte Teil ist eigentlich der Salzburger Teil. Und du bist jetzt Oberösterreicher oder Salzburger? Ich bin Oberösterreicher. Na schau, was bist du in fremden Gewässern? Was tun wir da? Verdammt! Weiterfahren. Weiterfahren wir einfach weiter. Nach ein paar hundert Metern geht es dann nach Ried. Hier kommt für Markus die große Prüfung. Denn was die Fahrgäste noch nicht wissen, jetzt muss er in den Kapitänsstand. Meine Damen und Herren, jetzt wird's ernst. Jetzt kommt Captain Markus Viertbauer. Fürchten tue ich mich schon ein bisschen, ganz ehrlich gesagt. Ah, das macht nichts. Aber das gehört dazu, glaube ich, ein bisschen fürchten. So, verriegeln. Sonnenbrille, ganz wichtig. Müsstest du auch noch aufsetzen, dass wir ein Kognito sind, falls wir jetzt ein Plätzchen machen quasi. Okay. So. Jetzt gibst du den Hebel langsam. Den? Ja. In Richtung. Das auszudrucken, oder? Genau, ganz langsam. Sind wir schon soweit? Ja. Die Österreich bewegt sich tatsächlich. Und das auch noch in die richtige Richtung. Gut gemacht. Doch plötzlich bemerkt Markus einen großen Fehler. Was? Ich hab's verbockt. Mein Kapperl hätte ich noch gebraucht. Das muss ich jetzt. Ah ja, wenn's weiter nichts ist, na dann ist ja alles gut. Lenk du mal. Ich lenke die ganze Zeit. Es muss ja nur wichtig ausschauen. Warte mal, sag mal, wo ich hinfahren muss und ich fahr hin. Ich bring dich dann sicher ans Ziel. Na gut, Markus, dann bring uns doch mal in Richtung St. Gilgen. Das wäre übrigens geradeaus vor dir, an der Falkensteinwand entlang. Also Geschwindigkeitsrausch kriege ich jetzt keinen. Es ist aber sehr beruhigend, muss ich sagen. Kein Wunder, bei dem kristallklaren Wasser. Trinkwasserqualität. Sehr nobel, wie alle oberösterreichischen Seen. Salzburger Seen.
oberösterreichischen Seen. Salzburger Seen. 50-50. Also, der Schmäh, der läuft zwischen Markus und Gerhard. Vor der nächsten Haltestelle übernimmt Gerhard aber auch wieder das Ruder. Na Markus, wie war's? Das erste Mal als großer Kapitän? War richtig cool. Richtig cool, muss ich sagen. Also das hat mich echt voll gefreut, weil so 120 Tonnen mit dir und mit mir 130 Tonnen zu bewegen, das ist schon eine Herausforderung gewesen. Und es ist fast so wie auf meinem kleinen Segelboot mit der Pinne in der Hand quasi. Ich weiß nicht, nennt man das auch Pinne? Bei dir? Nein, nein, nennt man nicht Pinne. Nennt man nicht Pinne. Das ist eine Co-Pilot-Steuerung. Co-Pilotensteuerung. Und war lästig. Richtig cool. Gerhard bringt Markus und die anderen Fahrgäste über St. Gilgen wieder nach St. Wolfgang zurück. Das war also Teil 1 unserer Rundreise am wunderschönen Wolfgangsee. Und jetzt geht's rauf auf den Berg. Und wer natürlich auf dem Berg aufgefahren, der braucht Lederhosen und richtige Socken. An die Wadeln müssen wir allerdings noch ein bisschen arbeiten. Und die Kappen, die brauchen wir auch nicht mehr. So, jetzt geht's los Richtung Schafberg. Der Hörhack Franz, der hat so einiges erzählen über die Schafbergbahn und das hören wir uns jetzt mal an. Franz, bist du bereit für mich? Ja. Dann kommen wir mal jetzt. So, und das ist er jetzt, der Franz. Du Franz, ich war jetzt am Wolfgangsee schon unterwegs mit dem Gerhard Berger. Ja. Da haben wir gedriftet, ja, und sind mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit mit dem Schiff gefahren. Was kannst du so geschwindigkeitstechnisch bieten? Geschwindigkeit können wir bieten bis 15 km/h. Wie schnell ist ein Schiff unterwegs? Bergwärts. Schiff fährt 18 km/h. Ach so, also dann sind wir eh nicht so langsam unterwegs quasi im Vergleich zum Schiff. In etwa ähnlich. Von welcher Steigung sprechen wir jetzt? Jetzt geht es ja doch ziemlich bergauf. Durchschnitt ist bei 24%. 24%? Das steilste Stück ist unten bei der Hupfmühle mit 26%. Nicht schlecht, ne? Ja. Und wie viel PS hat die Lok? 650 PS. Wie schwer? 18 Tonnen. Das war jetzt die Prüfungsfrage. Hast du das gemerkt? Mhm. Ja. Aber der hat bestanden. Du hast es bestanden. Ja, wenn ich das nicht weiß. Der Franz bringt Markus und die anderen Fahrgäste nach rund 35 Minuten gut hinauf zur Schafbergspitze. Bergheil ist jetzt nicht wirklich angebracht, weil wir sind ja mit der Bahn raufgefahren. Eher Jingle Bells, weil wir ja mit der Christmasbahn gefahren sind. Und jetzt geht's in die Hütte. Der Schafberg ist 1782 Meter hoch und hat auf der Spitze gleich zwei Gastronomiebetriebe. Das Hotel Schafbergspitze und das Schutzhaus zur Himmelspforte. Das Besondere, von hier her oben sieht man gleich fünf Salzkammergutseen. Den Attersee, Mondsee mit Irrsee, den Fuschelsee und natürlich den Wolfgangsee. Die Himmelspforte steht direkt am Abgrund vor der steilen Klippenwand. Da herum ist die Luft schon ein bisschen dünn, möchte ich ganz ehrlich sagen, aber jetzt gibt es auf jeden Fall mal was zu essen. Jetzt werde ich ein Brettli ausmachen, Jungs. So, Marco, jetzt geht's los. Dann bringe mir das Brett. Ich bringe dir das Brett für die Brettli aus. Ein richtig gutes Brettli aus. Du hast Marco eigentlich italienischer Name, ja? Ja. Allora, ja. Gut, auf Temperament voll. Nichts passt da heute. Nein, heute machen wir unser Brettli aus. Die Zutaten habe ich schon, jetzt darf ich euch überraschen lassen, was ich für mein Kamerateam alles zaubere. Mit was fange ich an? Gute Frage. Du fangst an mit dem Schinken, mit dem Speck. Speck und Käse. So geht's los. Dann tu mal, was du tust und ich tue das. Jawohl. Wir wollen ja schließlich nicht, dass die Hüttengäste wegen uns hungern müssen. Das wird ein Brettljausen à la Viertbauer. So, was brauchen wir noch? Einen Käse brauchen wir auf jeden Fall. Markus legt sich mit all seinen Kochkünsten richtig ins Zeug. Nach wenigen Minuten steht die Brettljause auch schon am Tisch. Schaut ja schon ganz gut aus, möchte ich jetzt mal sagen, oder? Hast perfekt gemacht. Du warst zwar nie da, aber oder nur selten, aber ich glaube, ich habe das trotzdem nicht gemacht. Kann man nichts sagen. Wie viele Gäste habt ihr da herum in der Himmelspforte so Tag ein, Tag aus? 200-400. Tag? Am Tag. Echt, wahr? Es ist auch witterbedingt, was der mit den Wanderern, weil du kannst von allen vier Seiten laufen gehen, nicht nur mit dem Zug. Ja. Und wir fahren
in der Früh auf, richten alles her. Um 10 Uhr kommen die ersten Gäste mit dem Zug. Und dann geht es dahin bis um 5 Uhr. Und dann fährt die letzte Bahn runter, oder? Wir fahren mit dem letzten Zug runter. Ist überschaubar quasi. Um 4:30 Uhr meistens so zusammenrahmen alles. Ein bisschen noch herrichten für den nächsten Tag, wenn es geht. Was ist jetzt deine Lieblingsspeise? Oder anders gefragt, was kannst du am besten? Ich bin ein klärender Koch, ich mache eigentlich alles. Ja. Wir machen eine Bratelpartien. Wenn wir angemeldete Gruppen haben, dann wir Schweinsbraten einbauen. Und das alles sehr, nicht nur das kalte Zeug. Hört sich lecker an. Ich glaube, wir werden das Ganze jetzt mal verkosten gehen. Ich und mein Team, ja. Lass uns einen Vater zu, oder? Nein, wir hauen noch ein bisschen was auf, weil es schon ein bisschen weniger. Nein, dann bedien dich bitte. Ich hab da alles vorgeschnitten heute in der Früh. Ich weiß ja, wo das alles liegt mittlerweile. Na Gott sei Dank. Nach der langen Reise quer über den Wolfgangsee, der Fahrt mit der Schafbergbahn zur Schafbergspitze und dann noch die gut riechende Küche. All das macht dein Kamerateam auch richtig hungrig. So, schaut doch schon mal ganz gut aus, möchte ich mal sagen. Bitte schön, bitte sehr, bitte gleich. Das war eine Sonderausgabe von Hinter den Kulissen der Salzburger. Und jetzt lassen wir es uns so richtig schmecken. Am Wolfgangsee, am Schafberg.